Nico Schulz, glücklicher Torschütze zum 2:1, Foto, Bondats Getty Images. Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt das Länderspiel gegen Peru mit 2:1. Peru geht zunächst in Führung, dann treffen Julian Brandt und Nico Schulz. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat dank Nico Schulz Teil 2 ihrer Wiedergutmachungstour für das WM-Desaster erfolgreich gestaltet. Der viermalige Weltmeister besiegte Peru nach einem späten Treffer des Debütanten, 85. trotz einer schwachen zweiten Halbzeit mit 2:1, 1:1. Mit dem erst dritten Sieg in den vergangenen 11 Länderspielen tankte das Team von Bundestrainer Joachim Löw Selbstvertrauen für den heißen Nations League Herbst mit Spielen in den Niederlanden und Frankreich. Julian Brandt, 25. glich vor 25.494 Zuschauern in Sinsheim den Rückstand durch Luis Edwin-Cola, 22. zunächst aus, dann jubelte Schulz. Beim Flachschuss des Außenverteidigers sah Perus Schlussmann Pedro Gales aber ganz schlecht aus. Löw setzte wie schon zum Auftakt der neu geschaffenen Nations League gegen Weltmeister Frankreich 0:0 auf ein 4-1-4-1-System, mit allerdings gleich 5 Änderungen. Marc-André ter Stegen rückte für Kapitän Manuel Neuer ins Tor. Zudem standen Niklas Süle, Schulz, İlkay Gündoğan und Brandt in der Startformation. Löw hatte vor Spielbeginn die richtigen Lösungen in der Offensive gefordert und seine Spieler beherzigten die Vorgaben des Bundestrainers. Gündoğan und Toni Kroos trieben das deutsche Spiel durch die Mitte mit schnellen Kombinationen immer wieder an. Brandt, Marco Reus und Timo Werner machten die von Löw geforderten Läufe in die Tiefe. Die Chancenverwertung blieb aber das größte Manko. Reus, 2., 21. vergab vor der Pause gleich 3 gute Möglichkeiten. Matthias Ginter, 13., Werner, 35. und Gündoğan, 38. scheiterten am starken Torhüter Pedro Gales. Durch ihr Pressing setzte die DFB-Auswahl, bei der Joshua Kimmich wieder auf der Sechser-Position agierte, die Gäste früh unter Druck und kam so immer wieder zu Ballgewinnen. Allerdings gelang es den Peruanern das ein oder andere Mal, sich zu befreien, dann wurde es für den Gastgeber gefährlich. Das Gegentor durch den Ex-Hoffenheimer Edwin-Cola fiel aus einem Konter. Dabei sah zunächst der defensiv anfällige Schulz zweimal nicht gut aus, und auch ter Stegen machte beim Schuss ins kurze Eck eine schlechte Figur. Das DFB-Team ließ sich aber durch den Rückstand nicht verunsichern und spielte weiter mutig und mit viel Tempo nach vorne. Brandt erzielte sein 2. Länderspieltor mit einem überlegten Heber nach Vorarbeit von Kroos. Pech hatte der Gastgeber, dass nach einem Foul an Süle nach einem Eckball nicht auf Elfmeter entschieden wurde, 39. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ersetzten Antonio Rüdiger und Julian Draxler Jerome Boateng und Reus, doch der Torabschluss blieb die große Schwäche. Nach einem Konter ließ Werner ein Zuspiel des starken Brandt ungenutzt, 55. Dem deutschen Spiel mangelte es nun aber an Präzision, es schlichen sich Fehler ein, die Zielstrebigkeit ging immer mehr verloren. Nach einem Konter der Gäste hatte das DFB-Team Glück, dass dem Ex-Schalker Jefferson-Verfahren frei vor, ter Stegen die Nerven versagten, 58. Die DFB-Auswahl bekam nun keinen richtigen Zugriff mehr, die Kompaktheit ging verloren, dennoch war der Sieg über die gesamte Spielzeit gesehen nicht unverdient. In der Schlussphase ermöglicht Rekordhalter Loach Kai Havertz und Thilo Kerrer Nationalmannschaftsdebüt. Der Fanclub Nationalmannschaft tritt vor dem Länderspiel gegen Peru im IT.